Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Smaragd Edition, und zwar Pokémon. So, ich mach das noch ein bisschen leiser. Jo, ich werde dieses Projekt für euch Let's Playen. Warum? Weil ich einfach Bock drauf habe, Mann, Alter. Ich habe letztes Mal ein paar Videos angeguckt, so Let's Play technisch über Pokémon so, und da hat sich einfach wieder gepackt. Ich muss es unbedingt Let's Playen. Das ist so der Wahnsinn. Das in meiner Kindheit so oft gesuchtet, mehrere Male durchgezockt, also durchzocken kann man es nicht ganz, aber halt, das ist so Top 4, wer das kennt. Ja, Pokémon einfach der Hammer. Jo, und dann legen wir auch gleich mal los, drücken hier auf Go. Natürlich habe ich schon einen Spielstand, ja, und da seht ihr auch meinen richtigen Namen, ich heiße Erik. Wir gehen auf neues Spiel und legen los. Sorry, dass du warten musst. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk. Aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Dies ist ein sogenanntes Pokémon. Ein Lotus. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen, als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Doch obwohl wir den Pokémon so nahe stehen, müssen wir noch nicht alles übersehen. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse um die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Natürlich bin ich ein Junge. Fein. Und wie heißt du? Ja, ihr habt es schon gesehen. Ich heiße Erik. Ich mache das auf klein und zack. Let's go. Ah, du bist also Erik. Ja. Ah, okay. Jetzt habe ich es. Du heißt Erik. Du bist gerade nach Wurzelheim, mein Heimatort gezogen. Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Habe nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Komm später in mein Pokémon-Labor. Ich erwarte dich dort. Und damit beginnt das Abenteuer. So, wir starten hier im Lieferwagen mit all unseren Gepäck, unseren Sachen hier. Mit ein paar Gegenständen. Auf der Kiste ist ein Pokémon-Logo. Es ist ein Umzugs- und Lieferservice einer Pokémon-Firma. So, dann schöpfen wir auch mal raus. Eigentlich illegal, sowas zu machen. Und da ist auch schon Mutter. Erik, wir sind da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Nun, wir sind in Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Dies ist unser neues Zuhause. Ist es idyllisch? Wir können hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer, Erik. Lass uns hineingehen. Na denn los.
Du lässt Pokémon für dich arbeiten, du Schlampe. Siehst du, Erik? Hier ist es doch auch schön, oder nicht? Die Pokémon machen für uns zu, räumen alles ein und machen es sauber. Das ist doch so etwas von praktisch. Erik, dein Zimmer ist oben. Schau es dir doch mal an, Spatz. Kati hat dir eine Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. So, dann gehen wir auch mal noch hoch. Aber erstmal hier, ja, Mundtiere. Oh, da geht auf die Stimme hochzukommen, zu sprechen. Die Uhr ist stehen geblieben. Stelle sie besser ein und ziehe sie auf. So, wir haben jetzt gerade 15.29 Uhr am Nachmittag. Los, schneller, schneller und stürmer. Ja. Ist die Uhrzeit korrekt? Jo. Erik, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Pokémon Umzugshelfer sind so praktisch. Oh, du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Dann muss ich das mal tun. Erik schaltet den PC ein. Was möchtest du tun? Wir gehen zum Item-Lager. Und hier nehmen wir uns einen Trank raus und mehr gibt es auch nicht. So, hier haben wir noch eine kleine Karte. Der Hohen Region, also. Ja, wir starten hier in Wurzelheim. Unser nächstes Ziel wird wahrscheinlich Rosaltstadt sein. Aber damit auch später. Weiter. So, wir gehen runter. Oh! Oh, Erik, Erik, schnell, komm schnell her! Ja, da ist die Arena von Wildbox. Ich glaube, Vater ist im Fernsehen. Das war unsere Reportage über die Arena im Blütenburg City. Oh, schön vorbei. Ich glaube, Vati war im Fernsehen und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, einer von Vatis Freunden lebt hier. Professor Birk ist sein Name. Ah, ich werde der. Er lebt gleich nebenan. Daher solltest du hinübergehen und dich vorstellen. Dann gehen wir mal rüber. So, das ist Wurzelheim. Wurzelheim besteht aus drei Häusern. Wahnsinn. Unser Haus, dann das Haus von Professor Birk, Maike und der Familie. Und dem Labor natürlich. Oh, hallo, wer bist du? Oh, du bist Erik, unser neuer Nachbar. Hallo, wir haben ein Kind in deinem Alter. Meine Tochter freut sich schon darauf, mit dir Freundschaft zu schließen. Toll, ich nicht. Was ist das für ein Knopf hier? Hey Nachbar, hast du schon ein eigenes Pokémon? Nee, noch nicht, aber gleich. Ui, ein Pokémon, schnell klauen, 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 klauen. Komm her. Oh. Das wollte ich wollte nichts. Nein, 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 das ist nicht meins. Was? Wer bist du? Ich bin Erik, du Schlampe, also wirst nicht wie ihr Pokémon. Ach, du bist Erik. Du bist heute hierher gezogen. Schönmarke. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe diesen Traum-Pokémon in der ganzen Welt. Ich habe von dir gehört. Mein Vater hat mir von dir erzählt. Ich habe gehofft, dass du genannt bist, Erik. Wir Freunde waren. Sind nicht einfach? Ich habe dich doch gerade erst erinnert. Oh nein, das habe ich gar nicht vergessen. Ich wollte vor dir doch schäden, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Erik, wir treffen uns später. Wolltest du nicht wilde Pokémon fangen? Denn das geht nicht am PC. Außer ich kann es natürlich am PC, ja klar. okay. Der Pokéball gehört Maike. Lass ihn besser liegen. Nein, warum? Übrigens, hier liegt ein Gamecube. Haha, haben wir auch früher gezockt. Na, dann gehen wir mal raus. Was ist mit dir, Schlampe, du? Hallo! Da ist ein flüchtiges Pokémon, ich kann seinen Ruf hören. Ich würde mir ja gerne mal ansehen, was da los ist. Aber ich habe kein Pokémon. Kannst du nicht für mich nachschauen, was da los ist? Ich hab selber kein Pokémon, was soll denn der Scheiß? Mann. Hilfe! Oh mein Gott! Professor Birk! Hilfe! Du da drüben! Bitte Hilfe! In meinem Beutel, da findest du einen Pokéball! Schnell rein! So, und hier sehen wir dann, was für Pokémon uns hier aussuchen können. Entweder den Waldgecko Gekarbor, das Kükenflammi, oder den Lehmhüpfer Hydropi. Wir benutzen Hydropi, eines meiner Lieblings-Pokémon. Nach Kanimani. Kanimani ist mein absolutes Lieblings-Pokémon, nur so gesehen, aber wir nehmen Hydropi. Und unser erster Pokémon-Kampf beginnt. Ein wildes Zickzack erscheint. Los, Hydropi!
Jetzt ist sogar männlich. Sehr gut. Tackle, Dorpy. Dorpy setzt Tackle ein. Ja, sehr schön. Komm. Oh. Antwortet das Zickzack. Aber Hydropi. Bam. Komm, mach es fertig, Hydropi. Vernichte. Yes. Sehr schön, Hydropi. Hydropi erhält 17 EP-Punkte. EP-Punkte sind übrigens Energiepunkte. Erfahrungspunkte. Puh. Habe im hohen Gras Pokémon studiert, als ich angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh, hi, du bist doch Erik. Aber dies ist nicht der Ort für ein Schätzing. Komm doch mit in mein Pokémon-Labor, okay? Du bist also Erik. Nein, nein, ich bin nicht Erik. Ich heiße Thorsten. Ja. Mein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ehrlich? Ich habe auch erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon besitzt. Nein, echt? Aber wie du hier gekämpft hast, diese Gelassenheit und dein Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du dabei benutzt hast. Erik erhält Hydropi. Sehr, sehr schön. Willst du mit dem Hydropi einen Kurs angehen? Aber natürlich. So, wie nennen wir es? Natürlich, wie mein Name heißt, wie nennen wir es? Punchy. Jo. Und... okay. Wenn du dich mit Pokémon beschäftigst und Erfahrung sammelst, wirst du mit Sicherheit ein sehr guter Trainer. Mein Kind Mike studiert ebenfalls Pokémon und hilft mir dabei sehr. Erik, meinst du nicht, das wäre eine gute Idee, wenn du dich mit Mike triffst? Nein, gut, okay, ja, sein muss. Großartig, Mike wird sich auch sehr freuen. Mike soll dir beibringen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Gut, darf ich gehen? Ja. So, dann legen wir auch schon mal los. Und gehen entlang. So. Hohes Gras, oh mein Gott. Nein, ein Pokémon. Ein Wampel. Mensch sogar. Go Punchy, go, go, go Punchy. Erledige es mit deinem Tackle. Boom. Fadenschuss. Sehr schön. Leck mich am Arsch. Initiative von Punchy sinkt. Tackle! Wieso darfst du jetzt zweimal angreifen? Dich verarschen? Das ist ungerecht. Aber sowas. Nochmal Tackle, komm! Punchy setzt Tackle an. Bombs und tot. Punchy hält 15 Erfahrungspunkte. Oh mein Gott, ist das cool! So, wir befinden uns jetzt in Rosaltstadt. Dann würde ich sagen, was ist für den ersten Part von Let's Play Pokémon Smaragd Edition. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche noch einen schönen Tag, bis demnächst. Tschaußen!